Hallo meine lieben Wagen und herzlich willkommen zu eurem You and Them Reading. Ja, meine Lieben, wie der Titel verrät, geht es hier heute um zwischenmenschliche Dynamiken. Das heißt, ich schaue mir die Energie zwischen dir und einer anderen Person an. Das heißt, wenn in deinem Leben gerade niemand aktuell in deinem Kopf herumspukt oder es niemanden gibt, für den du dich interessierst, dann ist diese Legung möglicherweise nicht für dich bestimmt. So oder so ist es am allerwichtigsten, dass du dich in so einer Legung wiederfindest und dass du das Gefühl hast, ja, das passt genau auf meine Energie oder auf die Situation, in der ich gerade stecke. Und wenn das nicht der Fall ist, meine lieben Wagen, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist die Botschaft für jemand anderen bestimmt. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich dazugehörig fühlst. Vielleicht ist da dann eine Botschaft enthalten, die besser auf deine Situation passt. Aber nimm dir wirklich nur mit, was dir als hilfreich erscheint. Dann noch ein kleiner Hinweis an meine Crosswatcher, das heißt an diejenigen, die mit einer Waage zu tun haben. Manchmal richtet sich so eine Legung direkt an dich, denn du bist derjenige, der dieses Video hier eingeschalten hat. Aber auch das spürst du dann, ne? wenn sich dein Gegenüber hier, wenn dein Gegenüber hier eher die Waage ist. So, also, Happy Birthday an der Stelle nochmal ganz kurz für diejenigen, die schon Geburtstag hatten. Alles Gute nachträglich. Wir sind ja in eurem Geburtsmonat und ich habe die Karte zum letzten Neumond in eurem Zeichen noch einmal rausgelegt. Hier steht, a new romantic cycle begins. Und auch wenn der Neumond jetzt schon eine Woche her ist und die Energie mit Sicherheit nicht mehr ganz so spürbar ist, glaube ich trotzdem, dass der Oktober wichtig ist, um die Weichen für sein Beziehungsleben zu stellen. Deswegen, ein neuer romantischer Zyklus beginnt. Meine lieben Wagen, ich glaube, das wird für sehr viele von euch zutreffen. Und die Karte, die hier aus meinem Weisheitskarten für Lebensentscheidungen rausfiel, ist das treue Herz. Das finde ich sehr interessant, denn das ist die Karte, die bereits gestern in meinem Mittwochsorakel, in meinem Mittwoch der 13. raussprang. Und ich glaube, hier geht es so ein bisschen um, möglicherweise natürlich um Treue, aber ich glaube, hier geht es um Beziehungen, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit Langfristigkeit und Beständigkeit zu tun haben. Wir schauen jetzt als erstes, na, ich lege jetzt erstmal die Tarotkarten aus und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Okay, zwei Kelche. Und dann, wenn alle Karten liegen, lotse ich euch da durch und dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu dieser treues Herz-Energie sagen. Ich würde gerne wissen, in welcher Energie befinden sich meine Wagen? Oh wow, die Liebenden. Starke Liebesenergie. In welcher Energie befindet sich der Gegenüber? Die vier Münzen, okay. Die Verbindung. Die Kraft und der Magier. Der Magier ist Merkur-Energie. Merkur ist ja aktuell auch noch rückläufig in eurem Sternzeichen. Eine Karte zu den vier Münzen bei deinem Gegenüber. Die sieben Schwerter. Okay. Warum ist deine Energie die Liebenden? Der König der Stäbe. Eine Botschaft hier noch zum Gegenüber. Meine Lieben, die Königin der Schwerter und die neun. Okay.
Also, treues Herz, ne? Wir reden hier von Treue. Auf die Seite deines Gegenübers fallen mit den 7 Schwertern in irgendeiner Art und Weise, fällt da die Untreue, die Unehrlichkeit. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mit den 4 Münzen und den 7 Schwertern habe ich das Gefühl, dass euer Gegenüber an einem Verhalten festhält, das irgendwas mit Unehrlichkeit oder Untreue zu tun hat. Ich glaube, dass, also ich nehme dein Gegenüber in der männlichen Energie wahr, dich in der weiblichen Energie, egal ob du Mann oder Frau bist, ne, bitte Geschlechterkarten neutral deuten, aber ich glaube, dass du die Königin der Schwerter bist und dein Gegenüber ist hier der König der Stäbe. Ich glaube, dass dir gerade so ein bisschen ein Licht aufgeht, um ehrlich zu sein. Oder dass es möglicherweise von dir gefordert ist. Der König der Stäbe ist ein Mensch, der durch Aktion, durch das, was er tut, zeigt, dir etwas zeigt, dir möglicherweise eine Lernaufgabe zeigt. Ich glaube tatsächlich, dass hier die Lernaufgabe liegt, dass hier jemand an einem bestimmten oder sich von einer bestimmten Verhaltensweise nicht löst. Dass hier jemand möglicherweise dich betrügt oder jemanden mit dir betrügt und da ändert sich, ne, das ist irgendwie total starr, da ändert sich nichts. Und ich glaube, ne, die Energie dieser Beziehungsdynamik, a new romantic cycle begins, ein neuer romantischer Zyklus beginnt. Meine liebe Waage, ich habe das Gefühl, du solltest hier erkennen, dass es hier für dich, ne, dass du hier die Entscheidung treffen musst, hier irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen, was dich möglicherweise wirklich Mut kostet, was dich Kraft kostet, wo hier mit der Merkur-Energie, ne, wirklich auch, Merkur ist unser Kommunikationsplanet, wo hier irgendwie Kommunikation von dir verlangt wird, zu sagen, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Ich setz hier eine Grenze, ich ziehe hier einen Schlussstrich, weil ich habe verdient, dass jemand mir treu zur Seite steht. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weiter eingehe, die Botschaft hier zum treuen Herz, aber die Schutzbotschaft vorlesen, weil ich habe das Gefühl, du musst, ne, du musst. Bambi. Das, was unter der, ne, die Beziehungsbotschaft oder die Energie der Beziehung ist. Ich glaube, du bist derjenige, der hier diesen Dämonen überwinden muss oder der diesen Löwen bändigen muss, indem er irgendwie Voraussetzungen für einen Neuanfang schafft. A new romantic cycle begins. Und so ein bisschen die Handlungen, die Taten, die dein Gegenüber macht oder ne, das, was derjenige eben tut, für sich sprechen lässt. Da steckt eine Lernaufgabe drin für dich. Eine Lernaufgabe, die dich in deine Kraft bringen soll. Aber, also ich sehe schon, dass das Universum dir diesen Menschen zugeführt hat, aber ich glaube, weil du lernen musstest, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen oder Grenzen zu setzen, ne? Dir Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, wenn du nicht treu sein kannst, wenn du nicht zu mir stehen kannst, dann gehe ich, ne? Dann so halte ich nach was Neuem Ausschau. Der Magier ist auch so Neuanfangsenergie. Hast du dich in eine bestimmte Idee verrannt und verfolgst sie mit Feuereifer? Bist du so sehr auf etwas fixiert, dass du nicht mehr weißt, wie du davon loskommen sollst? Ist es vielleicht schon so sehr zum Teil von dir selbst geworden, dass du dir nicht mehr vorstellen kannst, ohne es zu sein? Dann ist es an der Zeit, althergebrachte und überholte Vorstellungen und Ansichten unter die Lupe zu nehmen. Das gilt ebenso für Verbindungen, die für dich nicht mehr stimmig sind. Treuebrüche sollen dir nur signalisieren, dass es an der Zeit ist, dir zu überlegen, wer dein Vertrauen nicht verdient und in deinem Leben keinen Platz mehr hat. Sei neu, denke neu und öffne dein Herz für Neues. Lass das Alte los, befreie dich von all deinen Verhaftungen. Das göttliche Prinzip hat wunderbare Pläne für dich, also schaffe Platz. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, die Lernaufgabe, die dir dieser Mensch zeigt,
ist, dass dieser Mensch so ein bisschen tun kann, was er wollte. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du irgendwie die Affäre bist oder ob du die Ehefrau bist oder ne, der Ehepartner, der Ehemann, der hier immer wieder betrogen wurde. Was ich hier bei deinem Gegenüber sehe, ist keine Veränderung in seinem Verhalten, auch keine künftige. Und du solltest aus dem Verhalten, das dir da gezeigt wird, für dich ganz wichtige Erkenntnisse ziehen. Ne? Für dich erkennen, okay, hier ist jemand nicht treu, hier ist jemand nicht loyal, hier ist jemand nicht ehrlich, dann muss ich die Situation verlassen und das nicht mehr mit mir machen lassen. Ich hätte hier gerne noch eine Botschaft zu diesem Gegenüber. Der Page der Stäbe, ja, der hält sich ja, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, der hält sich seine Optionen so ein bisschen offen. Ne? Das ist so open-minded, offen für alles Mögliche mit den zwei Schwertern. Ne? Hier bei deinem Gegenüber fallen hier zwei Karten von Blockade bei deinem Gegenüber. Hier trifft jemand keine klare Entscheidung. Hier bewegt sich niemand. Hier vielleicht bist du die ganze Zeit irgendwie eine Option für diesen Menschen gewesen. Ne? Gerade mit der Page der Stäbe-Energie, was ja auch so eine leidenschaftliche Energie ist. Der König der Stäbe kann auch so eine leidenschaftliche Energie sein. Ich möchte es tatsächlich sagen, dass ich hier irgendwie das Gefühl habe, dass es hier tatsächlich um Untreue geht im klassischen Sinne, also nicht nur um Lügen, sondern auch um Flirtereien, um Fremdgehen. Und dass ich sehe hier jemanden, der das weitermachen wird. Ich sehe hier keine Veränderung, sondern die Lernaufgabe für dich, für diese Veränderung zu sorgen, indem du sagst, ich habe was Besseres verdient. Ich habe verdient, dass jemand mir treu zur Seite steht. Ich habe jemand verdient, dass jemand loyal zu mir ist. Und wenn dieserjenige das nicht kann, dann muss ich mit all meiner Kraft neue Voraussetzungen schaffen für mein Liebesleben. Ne? A new romantic cycle begins. Wenn sich hier das Verhalten von jemandem wiederholt und wiederholt und wiederholt und hier einfach keine Bewegung stattfindet, keine Entscheidung, keine Bindung, keine Verbindung, dann muss man irgendwann die Konsequenzen draus ziehen. Und das ist so ein bisschen die Botschaft, die ich hier sehe, damit du gerade mit diesem A New Romantic Cycle beginnst. Ne? Der Neumond in der Waage eröffnet einen 6-monatigen Zyklus und der Neumond in Waage eröffnet eben diesen Beziehungszyklus, den der Vollmond in Waage nächstes Jahr im Juni schließt. Willst du bis nächstes Jahr im Juni in der gleichen Energie sein und hoffen, dass dieser Mensch irgendwann sein Verhalten ändert? Oder willst du jetzt dein Ziel bestimmen, wie sich dein Liebesleben in den nächsten 6 Monaten entwickeln soll? Das ist hier die Frage, die du dir stellen solltest. Und liebe Wagen, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte noch ein bisschen was zu diesem Gegenüber wissen, aber ich möchte mich vor allem auf dich selbst fokussieren, weil ich habe das Gefühl, dass hier jemand wirklich unfair mit dir umgeht, dass hier jemand nicht ehrlich zu dir ist, dass hier jemand sich seine Optionen offen hält. Und deswegen bin ich dann immer kein Kartenleger, der super viel noch über so eine Person wissen will, sondern ich will eher wissen, was rät das Universum dir, was sollst du tun, was sollst du nicht tun, was ist so der Plan vom Universum für die nächsten 6 Monate. Und das sind die Fragen, die wir in diesem Zusatzvideo abklären. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Wagen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, es ist wirklich wichtig, sich gerade hier mit der Königin der Schwerter, dich mal ganz bewusst damit auseinanderzusetzen, wie lange willst du dieses Spielchen, dieses Trara noch mitmachen? Na, willst du, dass ich das die nächsten. Also wie gesagt, es geht jetzt hier im Oktober um die Weichenstellung für sein Liebesleben. Willst du dir das hier noch 6 Monate lang antun, um dann vielleicht im Juni nächstes Jahr festzustellen, okay, es hat sich nichts verändert, dann schließt sich jetzt dieser Zyklus oder willst du direkt sagen, okay, in meinem Liebesleben soll es jetzt so weitergehen. Also ich habe das Gefühl, eine klare Zielsetzung, wirklich klare Entscheidungen, klare Schlussstriche, klare Distanzierung, klare Konfrontation mit dieser Person, whatever, ist jetzt für dich wirklich wichtig, weil ich
Ich sehe, dass dieser Mensch dir etwas spiegelt, aber ich sehe hier nicht, dass, also ich sehe hier nicht, dass zumindest im Moment in irgendeiner Art und Weise von dieser Person eine Entscheidung getroffen wird. Im Gegenteil, der Page der Stäbe, der schaut auch noch in eine andere Richtung. Also ich glaube, du lässt dich so ein bisschen an der Nase herumführen von, ne, durch das. Ich habe auch das Gefühl, dieser Mensch kommt, wann er will und geht, wann er will. Ne? Da ist einfach viel Energie. Wenn er gerade irgendwie Lust auf dich hat oder gerne Zeit mit dir verbringen würde, dann kommt er, aber genauso schnell, ne, ist er auch wieder weg. Und die Frage ist, ob du das machen lassen willst oder ob du dir nicht mehr wert bist, um zu sagen, ich habe jemanden verdient, ne, treues Herz, der mir treu an der Seite steht, der zu mir steht, ne, wo es um Loyalität geht. Und das sind so ein bisschen die Fragen, die du dir möglicherweise im Oktober stellen sollst, meine liebe Waage. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Botschaft war soweit hilfreich für euch. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.